Ernesto Valverde, 102 Tage im Amt als Barca-Trainer und bislang läuft es in der Liga wie geschmiert. Messi und Co. souveräner Tabellenführer und jetzt sowas von Favorit gegen den Tabellenletzten aus Malaga. Die Gäste in Blau-Weiß im Camp Nou mit einem Horrorstart. Sie gucken selber nur zu und die Unparteiischen gucken nicht richtig hin. In Minute 2, De Lufeo feiert seine Torpremiere in dieser Saison und der Unparteiische mit seinen Assistenten komplett blind. Pablo González Fuertes, seit dieser Saison Erstligaschiedsrichter, und er sieht nicht, dass der Ball bei der Flanke von Digne sowas von klar hinter der Torauslinie war. Eine krasse Fehlentscheidung zugunsten des FC Barcelona. So bitter für Malaga und seinen Keeper Andres Prieto, der auch zum ersten Mal in der ersten Liga im Einsatz. Er hat sich sein Debüt natürlich anders vorgestellt. Und Mitchell, der Trainer von Malaga, muss ganz, ganz früh die erste bittere Pille schlucken. Seine Jungs aber mit einer guten Reaktion. 29. Minute. Die Flanke toll von Perez. Der Kopfball von ihm hier, von Chori, aber nur so lala. Malaga übrigens das einzige Team, gegen das Barca in der letzten Saison nicht gewinnen konnte. Im Camp nur ein 0-0 und auswärts ein 2-0 für Malaga. Und die Andalusier hat natürlich Diskussionsbedarf zur Pause. Die fragt noch mal nach, wie kann das sein, dass dieses Tor zählt? Mitchell, möglicherweise sein Schicksalsspiel, weil eben mit nur einem Punkt gestartet aus 8 Partien. Und Messi bislang ein Schatten seiner selbst. Aber das sollte sich nach dem Wechsel so ein bisschen ändern. Da haben wir Messi, 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 Messi. Und Andres Prieto, Minute 53, zeigt mal, dass er ganz gut reagieren kann. Der junge Keeper im Kasten von Malaga, schnell unten, nichts ist es mit dem 2-0 für Barca. Aber der zweite Treffer nur aufgehoben, denn dann Andres Iniesta, 56. Minute. Toll herausgespielt, Messi bereitet vor und Andres Iniesta schließt erfolgreich ab. Zuletzt erfolgreich in der Liga im November 2015, vor fast 2 Jahren beim 4-0 bei Real Madrid im Santiago Bernabeu. Der Schuss noch leicht abgefälscht von Roberto Rosales, nichts zu machen für Andres Prieto. Barca klar auf Kurs, 8. Sieg im 9. Ligaspiel. Die Frage war im Prinzip jetzt nur noch, wie hoch würde das Ergebnis ausfallen. Sergio Roberto und jetzt ein Schuss aus der Kategorie, ja, den kann man schon mal reinmachen, Señor Suárez. Gegen 24 Teams getroffen in La Liga, gegen eine Mannschaft noch nicht, gegen Malaga. Und das bleibt unglaublich, aber war auch weiterhin so. Der Uruguayer nachher ausgewechselt, ziemlich unzufrieden gewesen mit seiner Leistung. Und Malaga, ja, schon mit einigen Möglichkeiten. Hier zum Beispiel Luis Hernandez, bei Real Madrid ausgebildet, der Innenverteidiger mit der Chance in Minute 75, die seine noch mal ranzubringen. Sie hatten Möglichkeiten, machten aber eigentlich zu wenig draus. Kurz vor Schluss noch mal Barca, Digne setzt nach. Die Geschichte gelaufen, das Spiel entschieden, aber Paulinho, der war reingekommen 10 Minuten vorher, belebte die Offensive noch mal recht ordentlich. Der Katalanen Paulinho, 2 Tore schon gemacht. Hier scheitert er an Andres Prieto. Und so ist es am Ende ein 2-0-Sieg. Ein glanzloser des FC Barcelona. Sehr, sehr glücklich eben aufgrund des 1-0s, das nicht hätte zählen dürfen. Barca mit dem 8. Sieg im 9. Spiel. Messi und Co. ziehen vorne in La Liga weiterhin ziemlich einsam ihre Kreise.